es ist offen. Gott, befriedigst du die Bette? Komm schon, Gottelli. Schau da, Frau Iseli. Ist eine heitere Fahne das. Aber jetzt fassen überlaufen wie ein Morgen, du. Moment, Frau Schruppatelli. Iseli? Lassen Sie, Frau Iseli. Falls Sie Frau Schruppatelli ziehen, sagen Sie ihre Nummer. Wir sind hier in der Schweiz. Moment. Wir sind hier in der Schweiz, Frau Schruppatelli. Jetzt du auch spinnen? Nein, Frau Pfund ist am Telefon. Sage Frau Pfund, muss also nicht Tupfeli schiessen. Moment. Ihr sollt da nicht Tupfeli schiessen. Ja, Pfeifendeckel. Moment. Pfeifendeckel. Fertige Kabisse, Kackelar. Ja, das kenne ich jetzt noch nicht. Kabis, Kakalari! Bullshit! Genau! Könnt ihr mir vielleicht mal. Nicht mit mir das! Moment! Frau Schruppatelli, könnt ihr mir vielleicht mal. Ja, ich wollte eigentlich nicht vorgehen. Entschuldigung! Um was geht's da eigentlich? Komm! Schau du! Die Hüseli ist gut. Ist für den Meiseli, den Spatzeli, den Drosseli, den Amseli. Aber Frau Pfund hätte alle die Gemeindeverwaltung reklamieren. Amtliche Verfügung. Das unrechtmäßig realisierte Bauprojekt muss deshalb umgehend abgebrochen werden. Fortgeschmissen wegen reklamieren Pfund. Ist ja nicht normal, oder? Moment, Frau Schruppatelli, wir sind hier in der Schweiz. Da kann man nicht einfach ein ganzes Gartenhaus zum Balkon aushängen. Da muss alles seine Ordnung haben. Aber keine Angst, ich gehe auf das Amt und erledige das für euch. Das ist eine kleine Sache. Und dann nehmen wir die Abkürzung. Also, im Moment ist nicht ganz so günstig. Ja. Grüß euch. Ich habe hier einen Brief vom Hochbauamt und hätte ein paar Fragen dazu. Wenn die dich zuerst würdet anmelden, bitte. Gemeindeverwaltung Bläsi, grüezi. Sorry, Susi. Nein, du sagst. Nein, du sagst. Ja, nein, du sagst. Susi, du sagst. Ja, nein. Excuse, ich habe da nicht ewig Zeit. Ja, nein. Los, wir können nachher noch ein bisschen plaudern, gell? Ich rufe zurück. Sorry, Susi. Das Hochbauamt ist im ersten Stock ganz. Moment, bitte. Gemeindeverwaltung Bläsi, grüezi. Der Herr Bütikar von der Einwohnerkontrolle. Moment, bitte. Herr Bütikar, das ist ein Herr Losli. Oh, Sie sind der Herr Bösiger vom Gesundheitsdepartement. Moment, bitte. Herr Losli, würde Sie Ihnen etwas ausmachen mit dem Herr Bösiger vom Gesundheitsdepartement? Aha. Sie sind Frau Moser vom Arbeitsamt. Nein, ich habe gerade keinen Tipp für euch, aber ich habe den falschen Knopf. Moment, bitte. Herr Bütikar, sind Sie jetzt nicht mit dem Herr Losli verbunden? Sie sind mit der Frau Moser verbunden, wenn aber keine Kaffee
Moment, bitte. Hören Sie, Frau Moser. Herr Losli. Hören Sie, Herr Losli. Die Situation ist folgende. Mit dem Herrn Bütiker wird das heute nicht, aber wenn Sie wollen, könnt ihr mit der Frau Moser ein Kaffee gucken. Eher weniger. Ja. Ja. Sie läutet später wieder an. Sehr schön. Auf Wiedersehen. So. Sie kommen weg der Postverlängerung, gell? Nein, ich habe hier einen Brief vom Hochbauamt. Ah ja. Erster Stock, Büro 17. Merci. Hallo. Das macht 20 Franken, bitte. Für was? Anmeldegebühr. Also. Frau Dings, Frau Hugi Dings. Excuse, ich suche da etwas. Was sucht das Standesamt? Nein, das Straßenverkehrsamt. Schau da 7. Tut mir leid. Iseli. Am 5.10. Der hat hier ein Schreiben geschickt. Kennzahl? 17-328-9. Ja, das ist gestern raus. Richtig. Sie haben die Aufstockung von der Duyahaghöhe um 30 cm beantragt. Das ist 16-238-3. 17-328-9 ist das Vogelhaus. Ah, richtig. Reklamation Pfund. Jetzt ist es ja so, dass laut Paragraph 27 bis Gemeindeverordnung über die Fassadengestaltung. Natürlich insbesondere Abschnitt 4. Richtig. Was sagen Sie da dazu? Eben. Ja, es kann doch nicht einfach jeder, wie er will. Wie würde das aussehen? Im Vogelhaussegment akzeptieren wir nur noch EU-Normen. Das heisst also, eine vertikale Kantenlänge von höchstens 35 cm und eine Durchmesserlimite von 5 cm beim Vogel-Eifelstutzen. Was für ein Stutzen? Das ist dort, wo der Vogel reingeht. Richtig. Und was heisst jetzt das alles? Dass ohne eine spezielle Baubewilligung so ein Vogelhaus in den Dimensionen, die hier vorliegen, und laut dem Fötterli, das da die Frau Pfund beigelegt, also, was soll ich jetzt wieder sagen? Ohne Baubewilligung läuft gar nichts. Richtig. Ja gut, dann hätte ich auch gerne so eine Baubewilligung. Sicher. Dann müssen Sie aber zuerst auf Kanzlei ein Antragsformular ausfüllen. Trakt B, geradeaus, hinter rechts, zweite Tür links. Merci. Hallo. Macht noch 20 Franken. Auskunftsgebühr. Also. Ich darf fälschlich bis an der Endziffer 38 überkommen. Tut mir leid, ich kann euch da nicht helfen. Hinten anstehen. Excuse, steht ihr auch an wegen so einem Formular? Nein, wegen dem neuen Schweizer Pass. Ganz sicher. Oh.
bitte. Seid ihr das Baubewilligungsantragsamt für Vogelhäuser? Das ist das Archiv vom Steueramt. Oh, das trifft sich gut. Ich habe doch gerade die Steuererklärung abgegeben und vergessen, den Zahnarzt abzuziehen. Wie bitte? Warte, ich zeige euch's. Wo haben wir da Ivi? Iseli. Ah, da! Warte. Die Antragsformulare sind ein Stock höher. Ja gut, aber bringen wir dann die Sache in Ordnung. Ich will nicht wieder so viel Steuern zahlen wie letztes Mal. Die! Kann man den Coiffeur eigentlich auch den Steuern abziehen? Raus! Statistik. Sie sind doch Frau Balzli vom Statistischen Amt. Nein. Dann wissen Sie auch nicht Bescheid über die Liegefrequenz vom Freiland und im Toggenburg. Änder weniger. Ich brauche ein Antragsformular für ein Baugesuch im Balkonbereich. Das wäre das da. Merci. Hallo. Ich weiss. Mach 20 Franken Antragsgebühr. Sie können es hier anlegen. Und dann braucht ihr noch den Anteil von der Geissenmilch an der Käseproduktion im Entlebuch, Frau Wels. Hallo Sie! Wie sind Sie das? Ich wollte hier ein Mail wählen, bin aber plötzlich bei den Mails vom Herrn Bösiger. Das ist noch ganz interessant. Der schreibt der Frau Meierhofer: Hallo, mein heißes Mäuslein. Du bist doch verheiratet, oder? Also, ich wollte ja nichts falsch. Soll ich jetzt einfach das Delete drucken? Ja, ja, mach das. Oh. Voilà, das Antragsformular. Gell? Ja. Sieht so aus. Wir brauchen das blaue Formular für die Eingabe auf Gemeindeebene. Gelb ist kantonal. Ah, das ist kein Problem. Dieses Papier ist blau. Ausnahmsweise. Was ist das? Das Baugesuch. Ausfüllen und einreichen. Ach so. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet ihr nach Amé Meierhofer. Oh, das heiße Mäuslein. Hallo. Jetzt übertreibt ihr es aber. Plus Stempelgebühr. Richtig. Sie können nicht überwechseln für den Kontrollschild Austauschbearbeitungsgebühr. Tut mir leid. Das ist also zum Müsmelchen. Hallo, Sie! Mehr habe ich nicht. Tschüss! Frau Grieder, was habt ihr dir verbrochen? Den Gütersack habe ich zu früh ausgestellt. Das glaube ich ja nicht.
Bist du rumbesorgt? Wo ist das Hilfsblatt C für ein Projektbeschrieb? Und die Baupläne sollten wir auch noch zeichnen. Ah, ich schon mal gedacht. Ja, super, aber ohne Hilfsblatt C kommen wir nicht weiter. Moment, ich bin gerade wieder da. Ich wollte noch mitteilen, dass wir heute um 4 Uhr für einen Augenschein vorbeikommen. Augenschein? Wir müssen das Projekt vor Ort beurteilen, sonst haben wir keine Entschädigungsgrundlage. Seid so gut. Nein, nein, das ist ja so voll. Rufen! Jawohl. Putzen Sie das Zeug nur wieder weg! Ja. Meine Nerven, du! Kantenlänge 52 cm. 52! Warum du so Büro aufmachen? Fürstlänge 45 cm. Ist ein Scheissendreck, oder? Ja, was sein muss, muss sein. Heisse Drecke. Wie bitte? Bin ich nicht ich, hab ich nicht gesagt. Wie ist der gesamte Druck? Gesamte Druck instabil. Da Bello. Rudi. Ich sehe schon, das läuft auf eine Machbarkeitsstudie raus. Was heisst das? Wir überprüfen im Labor die Machbarkeit dieses Projekts. Selbstverständlich müssen die Kosten dieser Studie vom Gesuchsteller gedreht werden. Wie viel? Ja, so gegen 1'000 Franken müsst ihr schon rechnen. Was? Tut mir leid, Frau Schruppatelli, aber so viel könnt ihr nicht zahlen. Ihr müsst das Vogelhäuschen wieder abbrechen und eins nach EU-Norm aufstellen. Kann ich nicht machen, das? Schau du. Ich bin Giorgio das. Toto. Woher kommt er da? Der Giorgio da? Ey, ist er einfach hinfliegen? Und jetzt wohne ich da? Jojo? Grüezi, grüezi. Sie ist lustig, gell? Gugu. Da, Bella. Hör, Frau Schruppatelli, dann lassen wir die Studie doch machen und helfen euch zusammen. Herr Professor Bayerlein, sind Sie schon zu einem Resultat gekommen? Ja, ja. Wir haben also das Vogelhaus als Modell nachgebaut und geprüft. Tragenresistenz ist angemessen. Und wir können das. Die Sicherheit ist gewährleistet. Der Druckkoeffizient ist durchaus im grünen Bereich.
Schlagfestigkeit ist zufriedenstellend und aufpassen. Wir gehen weiter. Der Wind Widerstand ist optimal. Und wir gehen weiter. Das Einzige, was noch ein wenig Sorgen macht, ist der Katapulteffekt. Aber alles in allem machbar. Dann hat das Projekt Entscheidungsreife und kommt vor den Gemeinderat. Richtig. Die Gemeinderatssitzung ist eröffnet. Wir kommen zum Traktandum 13-5. Baubewilligung Vogelhaus Armus Mattstrasse 17. Die Arbeitsgruppe in Bensigen hat das Baugesuch zur Annahme empfohlen. Nehmen wir das ins Protokoll, Frau Bläsi. Allerdings hat daraufhin die Kommission Stutz das Projekt mit 4-5 Stimmen zurückgewiesen. Habt ihr das, Frau Bläsi? Ja, Moment. Aber der Entscheid ist in der Vernehmlassung mit revidiert worden. Das nehmen wir auch ins Protokoll, Frau Bläsi. Nehmen wir. Darum ist nächste Behörde Referendum ergriffen worden. Das heisst? Nächsten Sonntag kommt die Vorlage vor das Volk. Und wie lautet der Abstimmungstext? Wollt ihr das Vogelhaus Mosmatstrasse 17 annehmen, ja oder nein? Hätte das, Frau Bläsi? Sie, auf welches Knöpfchen muss ich jetzt da drücken, für den Kombotenrat zu lassen? Ich glaube, so wie Frau Schruppatelli. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sämtliche eidgenössischen Vorlagen wurden abgelehnt und dies deutlicher als erwartet. Äußerst knapp also das Ergebnis beim Ständemehr. Und hier noch das Ergebnis einer Gemeindeabstimmung, deren Ausgang mit großer Spannung erwartet wurde und wegweisend für die ganze Schweiz sein könnte. Das Vogelhaus Mosmattstraße 17 wurde mit 53% der Stimmen angenommen. Auch wenn er sich nicht ganz so... Ja. Nur mehr weiter so, dann nehmen wir beide Dschungel da bei uns. Genau. Ist ein super Gas. Ja, da wird sich der Giorgio freuen. Sie und Fritz auch. Was für ein Fritz? Ist ein Säuli, weisst du. Hätte so ein Metzger, Fritz. Aber ich habe auch ein Säuli. Fritz! Ja, komm doch mal in die Jetzt bauen schöne Häuser für Fritz in den Garten, gell? Dann fährt der Salat noch mal von vorne an. Süssi! Schau doch, Fritz! Hallo, Fritz. Iseli, Elmira. Komm, geh zu Frau Iseli, gell? So, schau dort ist Frau Iseli. Bauen schöne Häuser für Fritz. Annehmen, ja oder nein?